meine Lieben, ich habe Do-It-Yourself für euch, Weihnachtsdeko. Es sind 3 Stück und wir fangen an mit der Weihnachtskarte mit einem kleinen Rentier. Wir brauchen dafür verschiedene Pappen, eine Schere, Stifte, ein Geodreieck. So wie ihr hier seht, habe ich verschiedene Grüntöne, 2 Brauntöne, Rot und Weiß. Hier gucken wir gerade, was wir machen, wie wir das machen. Dann messen wir die Karte aus, damit auch alles schön gerade ist und passend groß. In der Zeit habe ich schon mal den Rentierkopf vorgezeichnet. Hier male ich dann die Schnauze für das Rentier. Dann haben wir alles ausgeschnitten. Und ausgeschnitten sieht es dann so aus. Wir haben auch noch aus dem weißen Karton kleine Augen ausgeschnitten. Hier male ich die Mütze für das Rentier. Dann wird alles zusammengeklebt. Dann haben wir geschaut, wo das Rentier an die Karte kommt. In der Zeit habe ich die kleine rote Nase ausgeschnitten. Dann wird das Rentier auf die Karte geklebt. Und so sieht sie fertig aus. Dann haben wir einen fertigen Tannenbaumanhänger gemacht. Dazu nehmt ihr auch wieder Pappe. Wir haben hier die rote Pappe genommen, weil wir ein Herz machen wollten. Und wir haben es immer so gemacht, dass wir halt alles vorzeichnen und nicht blind drauf losschneiden. Ja, da haben wir das Herz auch schon ausgeschnitten gehabt. Hier habe ich dann auch das Pferd vorgezeichnet, was wir in das Herz reinmachen wollen. Genau, ausgemalt, ein bisschen verziert, mit dem Edding noch das Auge reingemalt. Und dann war das Pferd auch schon fertig. Dann haben wir noch so eine kleine weiße Wolke dazu gemalt und den Anhänger dran gemacht. Weiter geht's mit dem Geschenkanhänger. Da haben wir 2 Varianten. Ich zeige euch jetzt aber nur eine, weil es ist im Prinzip das gleiche und ihr habt ja auch bestimmt eigene Ideen. Hier haben wir einen Schneemann aufgemalt auf das weiße Blatt. Den haben wir dann logischerweise auch ausgeschnitten, auf die Karte geklebt. Wir haben uns vorher überlegt, wie groß wir die Geschenkanhänger haben wollen. Und das sollte jetzt halt natürlich nicht so groß sein wie die Karte, aber auch nicht mini klein, weil dann erkennt man ja nichts. Den kleinen Gnomen, den ihr da links im Bild seht, das soll ein Weihnachtself sein, aber der ist nicht so schön geworden. Deswegen zeige ich euch lieber den Schneemann. Aus dem Braunkarton habe ich Arme ausgeschnitten für den Schneemann. Und da habe ich dann die Arme versucht, an den Schneemann zu kleben. Das ist total die Fummelarbeit. Also ist echt nicht einfach. Ich glaube, ich habe die Arme auch zuerst auf die. Ich habe die Arme erst auf die Karte geklebt, weil das war einfacher, als ja den Schneemann zu kleben. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Hauptsache, der Schneemann hat nachher Arme. Oder vielleicht hat euer Schneemann ja auch gar keine Arme. Das bleibt dann euch überlassen. Dann habe ich den Schneemann eben auf die Karte geklebt. Ich habe immer das weiße Blatt zum Unterlegen genommen, damit der Tisch nicht so klebrig wird. So, das hatte dann schon mal Form angenommen. Dann habe ich mit einem Edding die Punkte und das Gesicht ergänzt und aus weißem Karton den Hut ausgeschnitten und ihn schwarz angemalt. Dann habe ich da noch so kleine Glitzersternchen draufgeklebt. Ja, und das war's sogar schon. So, da sehen wir jetzt gleich nochmal alle Endergebnisse zusammen. Ihr seht, das ist super einfach. Einfach ein bisschen Pappe mitnehmen, ein Geodreieck und einfach schauen, worauf ihr Lust habt. Das Ganze dann noch mit Sternchen verzieren und schon seid ihr fertig mit euren Weihnachtsdeko-Sachen. Ich hoffe, das Do-It-Yourself hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.